Hallo meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zur Fortsetzung des Tutorials oder besser gesagt der Tutorial-Reihe. Wie levele ich meine Waffenskills? Ich habe natürlich weitergedacht und ihr wart wahrscheinlich genauso schnell wie ich, aber ich mache es trotzdem für alle diejenigen, für die das vielleicht noch neu ist. Ja, wie man ganz, ganz einfach, wie gesagt, hier seine Waffenskills nach oben treiben kann. Heute geht es um alle anderen Waffen. Es geht natürlich nicht nur mit Bögen, was ich im letzten Video schon gemacht habe, sondern es geht tatsächlich mit allen erdenklichen Waffen. Und dazu wollte ich euch ganz, ganz kurz mal zeigen, dass ihr das unglaublich billig machen könnt. Ihr braucht im Grunde eigentlich nur ganz, ganz einfache Speere, wie zum Beispiel einen Bambusspeer. Wobei ich zugeben muss, dass der schwache Holzspeer, also der einfach nur aus einem Stock besteht, komischerweise bei mir noch keinen einzigen Skillpunkt produziert hat. Ich zeige euch ganz, ganz kurz mal, um was es geht. Ihr habt ja vielleicht das letzte Video gesehen, wo ich mit Pfeil und Bogen auf unsere Dummy-Schildkröte eingeschossen habe, die jetzt in dem Fall sich hier befindet. Und ich habe es bereits geschafft, hier einen Speerskill von 64 aufzubauen, wo ich zuvor im Grunde eigentlich nur einen Skill von, keine Ahnung, 10 hatte. Und das geht wie eh und je. Bloß mit Speeren und allen anderen Waffen natürlich deutlich schneller, wie ihr seht, ne? Der Speerskill rattert dementsprechend nach oben, wobei es natürlich auf höheren Stufen immer anstrengender wird, quasi diesen Speerskill nach oben zu treiben. Aber ihr seht auch, dass der Ausdauerverbrauch sich massiv in Grenzen hält. Wenn ihr wirklich Bock dazu habt, das hier zu machen, könnt ihr im Grunde ohne Probleme, wenn ihr genügend Materialien habt, eure... Ich bin ein bisschen paranoide wegen Krokodilen hier, ich meine Kaimanen. Also ihr könnt ohne Probleme im Grunde eure ganzen Waffenskills, eure Nahkampfwaffenskills hier, sogar den Faustwaffenskill hier ins Absurde nach oben treiben. Ich mache das hier gerade eben nur ganz, ganz kurz, um zu zeigen, wie schnell wir jetzt hier schon nach oben gegangen sind. Jetzt haben wir hier schon 4 Punkte bei 68. Eine Sache will ich euch noch ganz, ganz kurz zeigen. Moment, ich werfe jetzt hier mal den Speer ab. Denn wie gesagt, auch waffenlos könnt ihr skillen. Nicht, wenn ihr über ihr steht, dann trefft ihr sie nicht. Aber wenn ihr auf die Knie geht, könnt ihr mit den bloßen Fäusten auf die Schildkröte einschlagen und euren Faustkampfskill, falls ihr ihn irgendwann mal brauchen solltet, in die Höhe treiben. Ist ganz euch überlassen natürlich, ob ihr das Ganze tut oder ob ihr es einfach lasst. Aber ich sag's mal so, solange es möglich ist, kann man es durchaus in Betracht ziehen. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, und ich bin vor allem auch mal gespannt, was die Entwickler davon halten, dass diese Spielmechanik mit der Schildkröte wahrscheinlich so ist, wie sie ursprünglich nicht geplant haben und wann sie das Ganze letzten Endes fixen werden. Aber solange sie es nicht gefixt haben, kann man ja mal das Potenzial der verschiedenen Waffen an verschiedenen Gegnern ausprobieren und schauen, ob die entsprechenden Waffen gebalanced sind und was sie taugen. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, tschüss und ade.